Und wir sind wieder auf Sendung. Ich bitte Sie doch mal darum, eben halt den Applaus zu machen. Und jetzt Ihr Spruch. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank. David! Richtig. Okay. War zu schnell, ne? Alles gut, alles gut. Eishockey. Eishockey, richtig. Alles okay. Genau. Wie viel Flur haben wir? Wie viel Ja. Flur? Ja, in der dieswöchigen Folge geht es um das Neuzeller Kartoffelbier. Was? Neuzeller Kartoffelbier. Ja, genau. Das Wie ist das? ja, also es gibt ja echt viele Biermixe mit Energy, mit Cola, mit ein Radler ist ja im Prinzip auch ein Biermix, mit Ja, mit Grapefruit, mit Sprite, mit Tequila-Aroma, mit Fanta. allem Möglichen. Aber das ist doch mal so ein richtig ursprünglicher Biermix, denn es ist tatsächlich kein Witz. Zutaten: Pilsner, in Klammern Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Kartoffelsaft. Voll geil. Gesehen, für total kurios befunden und mitgenommen. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Wie ist denn die Geschichte davon? Ich Also meine, man kann auch kurz zeigen, hier sind einer. tatsächlich auch Kartoffeln drauf und Aha. ein Traktor. Und ein Traktor, Kartoffeln und Traktor. Ja, was hast du denn zur Geschichte? Ist das jetzt eine Kartoffelackergeschichte? Also es war erstaunlicherweise, es ist eine steinalte Brauerei, die das macht, die mittlerweile aber, ihr könnt gerne mal auf der Homepage gucken, es ist, wenn man da Neuzeller Klosterbräu mal googelt, kommt man relativ schnell auf die Seite, die haben echt super viele Biere, aber auch abgedrehte Biere. Und zwar liegt Neuzell südlich von Frankfurt an der Oder, an der polnischen Grenze. Und der Kartoffelbauer Hubert Kleinschmidt. Ja, genau. Hat da mal eine Kartoffel in sein Mittagsbier fallen lassen und für gut befunden. Nee, also es wurde 1416 erstmals erwähnt, dass die damaligen Bauern 7 Maß Hopfen jährlich als Zins an das dortige Kloster bezahlen mussten. Was demnach auch als urkundlicher Nachweis gilt, dass damals gebraut wurde. Schon gebraut wurde. Das Kloster an sich gibt es seit 1268, aber es gibt davor halt keine Belege. Haben die keine Kassenbelege dafür? Nee. Weil handeln durften sie damit auch erst seit 1589 nach Erlass von Kaiser Rudolf II. Der hat den Verkauf des Klosterbieres erlaubt quasi. Also, vorher war das illegale Sache. Nee, vorher war das dann eher so, bei Klöstern ist das, glaube ich, immer ganz gerne Eigenbedarf gewesen. Ne? Hoi. Jupp, frag mal so einen Franziskanermönch, ne? ja, was damals aber schon besonders war, die hatten damals schon einen ziemlichen Ruf, weshalb Braumeister aus verschiedenen Teilen des Landes an dieses Kloster gekommen sind, um dort ihr Bier zu brauen und dann dementsprechend auch ihr regionales Wissen und ihre regionalen Besonderheiten da mit hinzubringen. Ne? Bis heute wird noch mit alten Techniken gebraut. Das heißt, da ist nichts großartig mit modernen Anlagen. Also Offener Kessel. ja, genau, offene Gärung haben die immer noch, einen offenen Gärbottich. Es gibt auf der Homepage auch Bilder von den Produktionsanlagen, wie sie bis heute sind. Das sind wirklich sehr, sehr alte Maschinen. Im weiteren Verlauf der Geschichte wurden sie 1948 enteignet. Ist ja halt ehemalige DDR. Und es ging aber da sogar noch einen Schritt weiter, und zwar ist 1968 der Name Klosterbrauerei verboten worden. Oi. Ja, DDR hat es ja jetzt nicht so mit der Kirche gehabt, hatte ich in dem Sinne aber auch noch nicht gehört, dass da solche Bezeichnungen tatsächlich verboten wurden. Da sieht man, wie engstirnig der Staat damals war, ne? Ja. Ja. 1992 ist es dann privatisiert worden. Und jetzt kommt dann, wie eben schon angesprochen, dass die total abgedrehte Biere haben. Die haben nämlich 2004, es gibt das auch heute noch, ein Anti-Aging-Bier entwickelt, was unter anderem mit Solewasser ist. Ja. Ja. Es ist heutzutage ein Familienbetrieb und wird von Stefan und Helmut Fritsche geleitet.
hat 43 Mitarbeiter und macht in etwa 40.000 Hektoliter pro Jahr. Also eine mittelständische Familienbrauerei in dem Sinne. Das Kartoffelbier hier hat 4,5% Alkohol. Und wie eben schon gesagt, bei den Zutaten ist es auf Basis eines Pils. Aber man riecht schon, ne? Riechst du es? Okay. Genau, ich bin so gespannt. Also wenn ich anfange zu kauen, weißt du, ist das ein Bier mit Stücken. Ja. Naja. Oh. Ich hatte kurz überlegt, ob ich von Fendt dieses Dieselross kaufe, das Bier. Das stand nämlich genau daneben. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass das sogar dieselbe Brauerei ist. Ansonsten machen wir das nochmal. Ja. Lass mal Stoß. Cheerio. Ah. Ja, hopfig, feinmalzig, herb. Richtig. Es hat eine sehr, sehr schöne, stabile Krone. Ne? Mhm. Also Respekt. Respekt. Eine mittlere Kohlensäure. Ich sag nichts. Seit März nicht gehabt. Okay, also Kartoffeln rieche ich jetzt so nicht. Absolut nicht, aber Hopfen. Hopfen, ja. Das ist ein sehr starker Hopfen. Momentan riecht es nach einem Pilz. Ne? Ja, und nach Pilz. Ja, genau. Das ist auch also, von der Farbe her. Also eigentlich riecht es ganz normal. Es riecht wie normales Bier jetzt erstmal. Ja. Ich traue mich nicht. Das ist verrückt. Es schmeckt im Grunde erstmal wie ein Pilz, hat aber dabei einen Geschmack, der tatsächlich etwas an eine Kartoffel erinnert. Aber es schmeckt jetzt erstaunlicherweise nicht so, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt mal probiert, war ein netter Gag, sondern es schmeckt erstaunlicherweise eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nö. Ja. Vor allen Dingen für einen Biermix ist es doch recht bodenständig, ne? Also normalerweise sind die modernen Biermixe, die haben ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit dem Bier nicht mehr viel zu tun. Ne? Aber ist im Übrigen Premiere auch bei uns. Das ist der erste Biermix, den wir hier trinken. Ich habe nämlich noch gar keinen. Also ich könnte es aber nicht richtig einsortieren, so. Also hätte man mir jetzt nicht gesagt, dass es Kartoffel sein soll, hätte ich es nicht als Kartoffel erkannt. Absolut nicht. Also schmeckt es jetzt nicht so, dass ich sagen will, oh, dominant nach Kartoffel. Da schmecke ich die Frühjahrskartoffel drin. Ne? Es gibt ja eine Herbstkartoffel, das ist eine Frühjahrskartoffel. Ja, Südhang. Steiniger Boden. Ja, der Winzer hatte Schweißfüße. Ja. Es gibt ja auch tatsächlich nochmal so einen Unterschied, ob man mal wenn man mal an einer frischen Kartoffel riecht, die ganz frisch geschält ist, kalt und so, also nicht weiterverarbeitet, oder halt an einer Bratkartoffel oder an einer Pommes, also jetzt ohne Speck, sondern wirklich nur rein Kartoffel oder ein Kartoffel, so Püree ist auch was. Ja doch, wenn man ganz normale Kartoffeln nimmt und stampft die mal so ein bisschen klein, dann riechen die auch schon wieder anders, als wenn sie roh sind. Ne? Und was will er uns sagen? Ja, eine Kartoffel ist nicht gleich eine Kartoffel. Das stimmt. Ja. Und Bier ist nicht gleich Bier und das ist für mich eigentlich, sorry, wenn ich das so sage, kein Kartoffelbier. Es mag Kartoffel drin sein, will ich nicht leugnen, aber ich hatte jetzt viel mehr so ein, ja nicht, dass es dominierend ist, aber viel mehr den Geschmack erwartet. Noch ein bisschen ausgeprägter. Ja, ne? Ein bisschen ausgeprägter. Ja, das also, stimmt. Ich habe nicht so dieses, wo ich sage, ja. Ich meine, okay, Maisbier schmeckt auch nicht unbedingt nach Mais und Reisbier nicht unbedingt nach Reis. Ja. Man schmeckt es, dass es was anderes ist, aber jetzt nicht, dass du sagen würdest, oh ja, das ist, wie heißt dieser, Balsamico oder nee, Balsamita-Reis da, dieser komische Reis da. Basmati. Basmati-Reis da, boah. Jasminreis ist der Duftreis, glaube ich. Wie? Jasminreis ist der Duftreis. Ich esse nicht so viel Reis. Ich reise gerne.
Aber ganz reizend. Nee, aber es ist, du weißt, was ich meine. Es ist, also wirklich, man hat ja so gewisse Geschmäcker, wo man sagt, oh ja, da ist ein fruchtiges Aroma drin. Und man probiert und sagt sich, boah, Wahnsinn, da ist irgendwie Zitrusfrüchte drin oder sowas. Mhm. Nein, das war ein Aromahopfen, der dann eben halt nur diese Würze reinbringt. Hier ist jetzt Kartoffelsaft drin. Ne? Ja. Und jetzt habe ich damit eigentlich gerechnet, dass ich jetzt irgendwie so, ja, okay, jetzt weiß ich habe Kartoffelbier. Mhm. Kann ich dort nicht so sagen. Also es schmeckt so gut, sorry. Mhm. Es schmeckt gut. Ohne Frage. Es ist, man kann es wirklich gut trinken. Aber. Also nichtsdestotrotz, glaube ich, haben die zwei Ansprüche. Erstmal, sie wollen halt so ein bisschen anders sein. Haben sie auch geschafft. Mhm. Wer macht sonst ein Bier und kippt da Kartoffelsaft rein? Und zum anderen, es muss sich ja auch irgendwie verkaufen lassen. Ja. Und würdest du das, glaube ich, zu extrem machen, dann wäre die Zielgruppe schon wieder so und dann würdest du wahrscheinlich riskieren, die Produktion, die Charge nicht komplett verkauft zu bekommen. Aber ich sag mal so, wenn ich hingehe und an ein Regal stehe und sage, ich will mir was Besonderes holen und stehe dann davor und lese Kartoffelbier, mhm. dann kaufe ich ja schon so bewusst ein, dass ich sage, Leute, ich möchte ein Kartoffelbier haben. Ja. Das möchte ich schmecken. Ich möchte gerne ein Bier haben mit, ich sag jetzt mal, mit irgendeinem Energy-Drink. Mhm. Ja, dann möchte ich das schmecken, dass da Energy-Drink drin ist. Gibt's ja. Oder ein Radler oder eben halt, ich weiß nicht was. Also dann möchte ich schmecken, dass da Fanta oder Sprite oder sonst was drin ist. Ja? Mhm. Mit Cola. Du schmeckst die Cola mit raus. Du schmeckst nicht nur Bier, du schmeckst auch die Cola, du schmeckst auch die Sprite raus. Mhm. Also bei Sprite hast du ja das Problem eben halt, es sieht beides, das eine ein bisschen heller, das andere eben halt nicht so hell. Und manchmal verwechseln die das auch beim Kellnern eben halt so, oh ja, wer kriegt hier jetzt? Mhm. Ich glaube, das ist es. Bup, bup. Und dann trinkst du dran und sagst, hast du vielleicht mein Bier? Ja, ja, kenne ich, ja, genau. Also von daher habe ich jetzt da erwartet, so nach dem Motto, ja, das schmeckt wirklich nach Kartoffel. Mhm. Du kannst ja auch dran riechen, das ist für mich ein ganz normaler Geruch nach Bier. Ja, könnte ein bisschen ausgeprägter sein tatsächlich. Ja, so dass man einfach sagt, okay, weil so ein Bier wird ja bewusst gekauft, mhm. weil... Kartoffelbier. Achso, ja. Wie gesagt, wenn ich sowas kaufe, kaufe ich es bewusst, weil da geht keiner dran vorbei und sagt, ich möchte mir jetzt heute Abend Bierchen trinken, oder dann hole ich mir jetzt Kartoffelbier. Ah, gutes Beispiel fällt mir gerade ein, so belgische Kirschbiere, die schmecken ja ganz krass nach Kirsche. Mhm. Ne? Ja, genau. Wenn du es da zum Beispiel mit vergleichst, hast du vollkommen recht. Ja, bin ich bei dir. Und wenn dann einer hingeht und sagt, ich möchte heute Abend Bierchen trinken, dann guckt er, okay, ich sage jetzt einfach mal, ach ja, da steht Lüner, da steht Reisdorf, da steht ich weiß nicht was, mhm. Warsteiner und. Dann nehme ich mir mal heute Abend einen Pilz mit oder einen Kölsch mit. Mhm. Ne? Aber Kartoffelbier gehe ich bewusst damit um. Ja. Deswegen, ja. Ich finde es okay. Also Frage ist ja jetzt eigentlich zum Abschluss dann, kann man das mit Erdnussflips kombinieren? In dem Sinne, war super, dass ihr zugeschaut habt und uns wieder mal ausgehalten habt. David, in dem Sinne, ich gehe mal abtauchen. Yep, bis nächste dann. Woche. Ciao. Ciao, ciao.